Gesandte und ich weiß nicht, wo sie hin sollen. Ich steig jedes Mal Marvin ab mit dem Cut. Ich weiß, dass du mich nicht leiden kannst. Das ist okay. Ich kann damit umgehen. Deswegen cutte ich nicht, weil ich immer das Gefühl habe, man würde immer irgendjemand ins Wort reincutten. Ja, egal. Da muss man einfach so groß einfach sagen, so cut. Scheiß drauf. Ist eh nicht wichtig, was die anderen sagen. Danke. Ja, das muss ich erst machen. Ist da. Ach ja. So. Da. Gute Antwort. Das bauen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee, was ich hier mache. Also ich sollte aufpassen, was ich sage. Das könnte man in Rom eventuell als diplomatische Beleidigung ansehen. Wollen die mir keinen Kriegsgrund geben. Reini. Oh nein, das wäre ja furchtbar, wenn hier die anderen Zivilisationen denken würden, du wärst Kriegstreiber im Multiplayer. Ich halte euch alle für Kriegstreiber. Aus Prinzip. Ich glaube nicht an Astro. Also in EU4 können wir drüber reden, aber in Civ bin ich normalerweise eher friedlich. Was macht man EU4, wenn man jetzt nicht Krieg führt? Also Steinwallen hat was ganz Interessantes mit Lübeck gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast bei ihm. Seine One-City-Challenge in Europa Universalis. Eine One-City-Challenge in Europa Universalis ist auch interessant. Ja, hat er nur mit Lübeck gespielt. Selber als Hausregel, er darf nichts erobern. Zumindest nichts dauerhaft erobern, nur Vasallen und ähnliches. Ist ganz interessant eigentlich. Das habe ich mit Frankfurt mal gemacht. Das war ganz lustig, da habe ich was Lustiges gezeigt. Ich habe Mainz und Hessen vassalisiert und dann hatte ich keinen Nachbarn mehr, der nicht mit mir vassalisiert war. Und es kann dich niemand eine Koalition, oder damals war es so, es konnte niemand eine Koalition gegen die Staaten, der keine Grenze mit hat. Das heißt, ich konnte machen, was ich will. Meine aggressive Expansion war vollkommen egal. Das ist Ich hatte am Ende über 1000 aggressive Expansionen im Reich. Das war so göttlich. Da habe ich aber ich habe dann auch stückweise Leute angekillt, wenn ich einen neuen Vasallen hatte, der mich wieder von den Rest abgrenzt. Ich durfte halt nie eine Grenze zu einer unabhängigen Nation haben. Das war das Problem. Oh ja, Venedig wäre fein, wo wir gerade um neue Kelten, neue Völker gehen. Das ist jetzt die zweite Runde, wo ich etwas länger brauche. Lasst mich. Armer Vivi, er wird zu einem, eigentlich will was zu war, einem Verb, was, aber... Was für Völker würdet ihr gerne noch in Civ sehen? Das würde mich interessieren. Kelten. Also ich kann dir sagen, was als nächstes kommt. Was kommt denn als nächstes? Polen. Zu wissen, warum. Wieso? Weil es schon in den Spieldateien drin steht. Ah. Das ist jetzt, also den Spoiler finde ich jetzt nicht witzig. Schweiz wäre auch cool. Es kommt ja sogar im Trailer ein Wind-Husar von den Polen vor. Also die Schweiz hier hinzuzufügen, die lohnt sich ja mal überhaupt nicht. Nichts gegen die Schweiz, die ist cool, aber das ist halt die Schweiz, ne? Also die könnte Schweiz schon ein paar interessante Mechaniken bekommen, aber dann erst in eine Patch, wo es eine Diplomatie-Siegpunkt gibt, sonst macht es keinen Sinn. Die Schweiz ist sowas wie, weiß ich nicht, eine Mischung aus Gandhi ohne die Nuklearwaffen und Venedig in C5 nur mit Bergen. Das Berg Venedig. Hat schon Potenzial, das könnte interessant sein, denke ich. Die Frage, wie man es umsetzt. Wir müssen einfach einen guten Game Designer dran setzen, der weiß, was er tut. Sind wir tief in unserem Herzen nicht alle Venedig? Nein. Oh, Entschuldigung. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Nein. Ja, doch ein bisschen. Doch. Oh, das Spiel wartet jetzt auf mich. Tut mir leid, jetzt will ich noch was anderes machen. Also wirklich, Hose, das geht nicht. Ist ja gut, ist ja gut. Jetzt dauert's extra noch länger, ne? Jetzt! Oh, Rom! Aber die Römer, jetzt, ne? Du, ich war schon fertig, aber dann hast du gesagt, du bist noch nicht fertig, dann muss ich was ändern. Vielleicht gibt's ja Nordkorea. Ich glaube, dass so Länder, die so eine Geschichte haben, wo eigentlich alle Führer so ein bisschen Richtung autoritär oder so ging, dass die sind schwer hier einzubringen, glaube ich. Die müssen alt genug sein, so wie Griechenland oder so, dass es kein Hahn mehr danach kräht. Also sagen wir es mal so, nachdem Civilization 4 es geschafft hat, Mao und Stalin einzubauen, können sie das so empfindlich nicht sein. Unglaublich, ich habe gerade meinen ersten Stadtstaaten gefunden. Hast du gerade ernsthaft das Elefantenfeld gekauft? Ja. Warum? Was? Du hast schon Elefanten. Gibt es in Civilization 6 eigentlich einen Kulturkampf um Fell oder geht es da wirklich nur darum, wer es zuerst kauft? Hallo. Ich weiß nicht, wie es in 5 war, weil ich 5 kaum gespielt habe.
Weißt du, dass ich ein richtiges Problem habe in meinem Startpunkt? Ich habe jetzt schon Probleme mit Annehmlichkeiten, weil ich keine Luxusgüter oder irgendwas in der Nähe habe. Ich würde dir ja welche verkaufen, aber ich weiß nicht mal, wo du bist. Yeah. Oh, ich habe gerade einen Stadtstaat getroffen. Stückelme! Du hast gerade Stockholm getroffen? Ja. Das ist... Ich habe die in dieser Runde gefunden. Und war der Erste. Ja. Meine Galeere hat die gefunden. Das so ein Dreck. Also das ist geiles Timing. So ein Dreck. So ein Dreck aber auch. Passiert. Wie komme ich denn jetzt an mehr Annehmlichkeiten? Ich habe den anderen Bezirk da noch nicht, weil scheiß auf den Bezirk. Dann solltest du deine Forschung ändern. Bezirke sind überbewertet. Solltest du vielleicht deine Forschung ändern, um diesen Bezirk zu kriegen? Ach, wer braucht schon Bezirke? Ich brauche aber leider gerade mal wichtigen anderen Shit. Wer braucht schon Annehmlichkeiten? Ich brauche aber gerade richtig anderen Shit. Gute Aussage. So. Wo ist denn der Bezirk überhaupt? Wo gehört denn der hin? Der ist im Kulturtrie und das heißt Spiele und Erholung. Okay. Ja, so weit komme ich da noch nicht. Ich habe so wenig Kultur. Ja, oh, warte, Rom hat immer recht viel Kultur. Nevermind, er ist da, alles gut. Whoops. Also wirklich, du Kulturbanause, du. Große Bibliothek, das schlechteste Wunder im ganzen Spiel. Wenn du auf Kultur gehen willst, ist es ganz gut mit den Slots, finde ich, aber... Ja, die Slots kriegst du auch woanders. Also die Slots sind ja noch das Beste dran. Aber das richtige Problem mit Großbibliothek ist, die gibt dir ja alles aus der einen Ära. Jetzt bist du die Bibliothek, das bist du mit der Ära, für die es dir was gibt, normalerweise halt durch. Ja, das ist das Problem. Die ist zeitlich ein bisschen schlecht organisiert. Pass auf, ich krieg das hin, diese Runde, dass ich mich selber besiege, weil... Ab jetzt habe ich einfach so sehr Probleme mit Annehmlichkeiten. Das wird sich nie auflösen. Ja, und dann spawne ich immer so... ich komme da nicht mal hinterher mit Forschung und keine Ahnung was. Und dann spawne ich immer diese Barbaren, die einfach so 3 Technologien drüber sind oder so. Revolution. Direkt um meine Stadt rum. Und Deutschland vernichtet sich quasi selber. Können Städte eigentlich Städte haben in der Part, in dem Spiel? Was? Weiß ich nicht. Können Barbaren also Städte haben? Nee. Schade. Civilization 4 konnten sie das noch. Das fand ich immer ziemlich cool. Wieso ist denn der Chat so auf Krieg aus? Der würde doch jetzt überhaupt noch keinen Sinn machen. Also der würde im Prinzip die beiden, die dann Krieg führen, einfach nur so weit zurückwerfen, dass sie danach aus dem Spiel raus sind. Ja. Aus Prinzip. Der will immer Blut und Chat, ich möchte euch nicht beleidigen, aber get good. Good. Ja, echt mal. Ein Pferd überragt andere sowohl spirituell als auch... So. Oh, meine Runden sind so unglaublich schnell vorbei. Ja, wenn man nicht viel machen kann, ich habe auch Runden, die irgendwie, weiß ich nicht, innerhalb von kürzester Zeit einfach fertig sind. Oh, wäre ich mal weitergelaufen. Hier ist ein viel besser. Was soll's? Deutschland schafft sich ab, genau das, ja. Der heißt eine XDQM Gummihose. Ja. Deutschland wie ich schafft nur aus Gummi. Ja. Die Gummihorse. Find's geil, wie mein Bogenschütze und Tumulus Schleuderschütze sich einfach nur anstarren. Die stehen einfach da und... Weil ich hab... Mit dem kann ich gerade nichts machen. Also steht er einfach mal da rum, ne? Und ja, die... Weißt du was, die machen sich jetzt zusammen ein bisschen gemütlich, trinken Kaffee. Ja, ich merke also, das schon. Also ich habe Bananen, die kann ich mitbringen. Als Snack, was hast du im Angebot? Ja, gar nichts. Ja gut, den guten deutschen Reis, ne? Gut, den habe ich im Angebot. Bananen und Reis. Freundschaft zwischen Deutschland und Ägypten. So gehört sich das. Also irgendwas muss man ja austauschen, ne? Ja. Bananen und Reis, holy shit. Ja, Bullshit, ne? Ach ja, warte mal, ich habe jetzt die eine, habe ich ja einfach so gekriegt, ne? Da muss ich jetzt wirklich... Oh, ihr wollt mich verarschen, ey. Ich baue meinen allerersten Bezirk. Ich habe meinen ersten gerade fertiggestellt. Ich auch, aber gut war es nicht. Ich habe 2. Ja, du bist auch Marvin, du zählst nicht, du bist außer Konkurrenz. Ich wollte auch gerade sagen, du bist aber zu gut, fertig. Nee, das für ein Dings. Freundschaft abgelaufen? Oh nein. Jetzt werde ich gleich überfallen. Ich sehe schon den Speer an meiner Grenze. Also Marvin, du bist immer außer Konkurrenz. Ich habe auch schon gesagt, ich darf niemals
ich darf niemals ein EO4-Projekt mit dir zusammen machen oder irgendwie in der Nähe, dann gelte ich nämlich nicht mehr als guter Spieler danach. Ach, hast du mich mal letztes Jahr EO4-Spielen gesehen? So. Meine glorreichen EO4-Zeiten sind schon lange vorbei. Ich möchte mal sagen, dass das einzige Luxusgut, was ich in allen drei Städten habe, und zwar nur ein einziges Mal, ja, also nicht pro Stadt, sondern für alle drei Städte einmal, ist Baumwolle. Ansonsten ist in diesem gesamten Gebiet nichts. Das Einzige, was noch in der Nähe wäre, wäre Jade, was, aber da lohnt sich nicht, weil da ist schon Tundra und ist außerdem so nah an Rom dran, dass die Stadt das wäre quasi aufgeben, ja. Hey Rom, Bock auf eine Stadt? Hier, nimm die. Willst du eine Stadt verkaufen? Schön. Nee, ich gründe die und zwei Runden später ist es einfach seine, fertig. Oh, Deutschland. Willst du eine Stadt schenken? Ja, ich bin halt ein freundliches Deutschland. Ich meine, wir sind ja auch keine Kartoffelfresser, wir sind Reisfresser. Also. Wir sind keine Kartoffelfresser. Also Kartoffeln machen aggressiv, oder wie? Ja, ich muss sagen, wenn du nach Norddeutschland, also Richtung Heidelberg gehst, ne, die haben auch Krabben. Ja. Heidelberg, Norddeutschland? Bei mir schon, ja. Mitteldeutschland ist Aachen. Im Süden ist, also was heißt Süden? Das ist mehr oder weniger im Osten ist Mainz. Und im Norden von Deutschland liegt Heidelberg. Die wunderschöne Küstenstadt, ja, bekannt für ihr großes Gebirge und die ganzen vielen Krabben. Das Lustige ist, du weißt schon, dass ich Schwabe bin und dass Heidelberg für mich durchaus nördlich ist. Ja, siehst du, umso besser, da kannst du dich ja gleich hier reinfinden oder so. Für mich ist es eine halbe Stunde Zugfahrt nach Südosten. Ich müsste erstmal auf Google nachgucken, wo das ist. Ja, Baden-Württemberg. Setra schreibt gerade, er isst heute Reis. Finde ich gut, ich mag Reis sehr gerne. Ich hatte heute einen sogenannten Zwiebelfranzosen, das ist ein gigantisches Baguette, Gott sei Dank deutsch, nicht französisch, mit Zwiebeln drin. Aber das Wort Baguette ist halt französisch, deswegen heißt es wahrscheinlich so. Spätzle, oh, Spätzle sind auch mega nice. Oh ja, hatte ich vorgestern. Könnten wir nicht von Käse Essen reden, ich hab Hunger. Mega nice. Das ist jetzt einfach die nächsten 6 Runden. Ich mach mal kurz mal ein Brot. Ich glaube, ich krieg auch morgen Spätzle und Kalbsgeschnetzel oder irgendwie sowas in der Art. Was heißt, du kriegst das? Ja, meine Frau kocht das. Schnitt! Das sind die Momente, wo ich denke, ja, heiraten wäre eigentlich immer ganz praktisch. Ne? Man muss einfach einmal seine Prioritäten klar setzen. Verdammt, ich brauche was zu essen. Wer heiratet mich? Ich habe halt auch echt das Glück, dass das halt auch eine Leidenschaft von meiner Frau ist, ne? Also das hat die schon als Teenager gemacht, kochen. Das ist bei mir, meine Verlobten, irgendwie komplett andersrum. Muss man erstmal früher auf sowas achten. Koche irgendwie nur ich aus irgendwelchen Gründen. Ist ja auch kein Fehler. Sehr schön. Nicht. Der Chat gerade, Nexus. Super, bei Sivstreams lernt man noch Deutschland kennen. Ja. Wie das norddeutsche Heidelberg. Ja. Genau. Okay. Ich bin jetzt versucht, noch eine Stadt zu gründen, einfach damit ich hier einfach so ein komplett geografisch falsches Deutschland erstelle. Das ist ein guter Grund, eine Stadt zu gründen. Leider gibt's halt hier keine guten Städte mehr, ne? Die Frage ist das, was bei dir jetzt oben ist, auch in Wirklichkeit Norden, ne? Die Frage haben wir uns auch noch nicht gestellt. Mensch, ey, Tumlo, wo bist du denn? Ich laufe hier gute Frage. Rum. Ich bin direkt westlich von Hose. Und hat dich irgendjemand von euch schon mal Eisen gefunden? Okay. Ja. Ich glaub, Eisen gibt's nicht. Das ist ein Gerücht. Ja, ich habe auch Eisen gefunden. Einmal Eisen gefunden. Das ist so geil, ne? So. Wie du hier immer mitten im Mist spawnst irgendwie. Also ja. Habe ich so das Gefühl. Bis jetzt jede Partie, die ich gespielt habe, bis auf die erste, hatte ich keine der strategischen Ressourcen. Ich habe kaum Luxusgüter, gar nichts in der Nähe. Also wirklich, Tracy, jetzt suchst du den WB hier. Es gibt's ja nicht. Ja, Tracy. Weil es hat auch einen Grund, denn ich möchte jetzt eine kurze Pause einrichten. Oh. So 5 Minuten. Oh. Das heißt, ihr lieben Zuschauer könnt schön aufs Töpfchen gehen und wir können kurz die Augen entspannen. Ihr könnt es auch lassen. Für 5 Minuten. Okay. Oder so, ja. Also, bis in 5 Minuten. Jo. Ja, dann okay, dann setze ich jetzt mal ein Cut bei einer 14-Minuten-Folge. Na gut. Ich habe gerade einen Cut gesetzt nach